Aber ist egal, wenn man sich umdreht, sieht man nochmal Titten und weiß dann, dass man rechts oder links auch hätte was? Zurückgehen wo? Können. Ja, du hast ein Tittenschild da hinstellen. So was machen, ich würde dich. Wow! Naja, ist etwas. Breites Gesäß. Der ASCII-Code-Künstler. Das ist alles, was ich kann. Ich wollte eigentlich gerade fragen, ob man hier unten nochmal rauskommt, damit ich es zeigen kann. Jetzt bin ich aber reingefallen, von daher zeige ich es mal. Zeig mal. So sieht es hier von unten aus. Quasi eine umgedrehte Pyramide mit Lava und Wasserflüssen, die ja auch ganz technisch von oben bis unten durchfließen. Also kein Fake, alles echt. So, alles jetzt, ehrlich. Ja, ja. Jetzt komme ich trotzdem zu dem Punkt, wie komme ich hier wieder raus? Könnte ich dir sagen. Dann. Ah, nö, ich hab's. Verdammt! Oder? Kommt man da durch? Ja. So. Hier, ein Lavaberg. Dann gehen wir doch einfach mal rein. Zeig mir doch den Garten, wenn du schon mal draußen bist. Wo waren wir? Hinterm Haus? Hinterm Haus. Achso, der Garten. Ah, ja, stimmt. Der Garten. Ja, hier ist eine Wassergrube, eine Labergrube, eine geheime Tür, die natürlich jetzt keiner sieht, weil die geheim ist und ganz oben irgendwo versteckt ist. Wo ist sie denn? Ach da. Und die fliegenden Gärten sind da quasi. Nee, Quatsch, die hängenden Gärten. Eigentlich, ja, manchmal, aber nicht so viel. War auch eine scheiß Arbeit. Richtig. Aber schön, hat sich gelohnt. Vor allem der arme Gärtner, der oben diese Bäume immer düngen muss. Mhm. Den muss ich mit einem Katapult aus dem Fenster werfen und dann brauche ich einen neuen. Aus wie das Schaf. Ja, wenigstens spawnen Schafe auf dem Ding. Herrlich. Eigentlich mittlerweile könnte man ja mit den Wölfen, könntest du ja eigentlich im Prinzip auf jede Insel einen Wolf als Gartenhüter draufsetzen. Und wie kommen die da hin? Ja, zu Fuß. Mit einem Katapult. Vom Dach kicken. Ah ja, man könnte mal vom Dach kicken. Dann gehen wir gleich mal hoch. Genau. Was haben wir hier? Treten verboten. Also schlage ich mal heiß die Hand verbrannt. Ich würde das hier jetzt einfach mal als nicht mehr Treppenhaus, sondern doch Treppen wow Halle nennen. Treppenbau? Bezeichnen, wie auch immer. Plattenbau? Also es ist warm und kalt und verwirrend und ganz viel Glas und eine scheiß Arbeit. Yep. Und das war vorher noch schlimmer, weil da war nur Glas und dann sah man nicht mehr, wo man hingehen kann und wo nicht. Aber allein hier die farbige Wolle reinzusetzen und durch irgendwelche Fehler in Minecraft hat die Wolle immer angefangen zu brennen, warum auch immer, obwohl die Lava ja eigentlich abgegrenzt ist. Ich glaube, viermal oder so haben wir das komplette Treppenhaus wieder zusammengebaut. Wenn das reicht. Ja. Scheiß Minecraft, so, alles voller Fehler. Es ist übrigens ziemlich dunkel hier drin. Ja. Das kommt vom Licht. Vom wenigen Licht. Ja. So, kommen wir hier mal zum sinnvollen Raum. Ja. Es ist so sinnvoll, dass ich keine sinnvolle Erklärung dafür habe. Außer aber gut, vielleicht, dass ich das Ding hier irgendwie füllen musste. Und man kann rausgucken. Ja, genau. Das ist, ich glaube, der Sinn von diesem Raum ist, dass man rausgucken kann. Und das sollte ja jeder Raum mal haben. Ja, schön. Ist eine Investition wert, auf jeden Fall. Wenn man mal rausgucken kann, dann braucht man nicht von außen reinzugucken. Eben. Und hier drin ist ja auch viel besser als Wetter. So, das ist die Küche mit den Hängeschränken. Ja, ist echt dekorativ eingerichtet. Das ist eine Single-Küche. Ja. Für hier, eigentlich fehlt eine Mikrowelle. Na, die ist doch da. Wo? Und was glaubst du, warum die Mikrowelle heißt? Die ist so klein, dass man sie nicht sieht. Ach so. Steht hier hinten? Nein. Aber schön, hier auch mit einem Tannenbaumfenster. Ach ja. Und für mich toll. Ist das ein Tannenbaumfenster. Herrlich. Wir sind jetzt übrigens hier schon ziemlich hoch. Ja.
Auch cool, dass man hier immer eigentlich entweder in die Lava oder bis zum Boden schauen kann. Das sieht immer cool aus. Ja, kannst du mal kicken. Mhm. Oder runterkacken. Bleiben wir bei kicken. Ja. Oh, und das hier, was ist denn das eigentlich? Ein Gelehrtenzimmer? Das ist das Studierzimmer. Ein Studierzimmer? Mhm. Ja, das habe ich schon zweimal betreten, weil ich kann nicht lesen. Also einmal habe ich es betreten, um es einzurichten und dann wieder, um es zu ändern. Aber es ist ja schön, dass es da ist. Also wenn du irgendwann lesen lernst, dann wäre das Zimmer ja perfekt. Genau. Bis dahin hört man halt Musik mit diesem Briefkasten. Kommt das Ding so behämmert aus, ich weiß es ja auch nicht. Das soll ein Plattenspieler sein. Das ist jetzt ein CD-Player. Hier, Slot-In, Holzoptik. Das Krass. Ist super für in irgendein... Eigentlich sieht scheiße aus. Jupp. So, dann kommen wir hier ins Geheiligte. Mein Schlafgemach. Die Pennecke. Da halte ich mich auf. Oft. Schlaf ganz gern. Sich und alle anderen hält er hier auf. Genau. Mit der schönen, mit deinem schönen, ganz persönlichen Symbol. Ja, hab ich selbst erfunden. Ja. Ich hab's noch falsch erfunden, aber egal. Aber cool, dass es da ist. Man sieht es auch von außen im Dunkeln. Sehen wir nachher noch, genau. Ist ja gerade dunkel, sehr praktisch. Aber hier, was jetzt denkt sich natürlich jeder, was ist denn das hier? Ein Tunnel ohne, da kommt man ja gar nicht hoch. Was ist denn das für ein Quatsch? Aber nee, wir haben ja gebastelt. Und das heißt, man kann hier drauf drücken und dann fährt das Ding nach oben. Ist das geil. Naja, es springt eher. Ja, ja. Also der Effekt ist scheiße, aber die Wirkung ist klasse. Ja, da haben wir hier oben das Wolkenzimmer, was mittlerweile halt auch keinen Sinn mehr macht, weil die Wolken scheinbar jedenfalls mit dem Texturenpaket hier nicht mehr reinkommen. Oder so. Also jedenfalls gibt's hier, vorher hat man hier drin nichts mehr gesehen, weil ständig eigentlich alles voller Wolken gehangen hat. Das waren die Raucher hier. Ja, genau. Die hier sitzen und auf den Zug warten. Ja, habe ich schon mal erwähnt, dass ich Züge mag. Ja, was hier, ja, was soll ich sagen, hier kann man auch rausgucken. Aber viel weiter rausgucken. Stimmt, man kann quasi die ganze halbe Viertelwelt überblicken. Mhm. So weit, wie man gucken kann, kann man hier gucken. Genau, und hier ist auch der, nee, was, Landtag war hier? Nee, hier war nicht der Landtag. Das ist der Herrscherthron. Hier sitzen die Alten an die, ich weiß nicht, was wir gesagt haben, es war, glaube ich, nicht witzig. Nee. Aber das sollte man auch nochmal hier, das ist doch, so kompliziert wie das aussieht, so war es auch. Ja, doch. Ich kann mich erinnern. Aber bemerkenswert, es läuft nirgendwo raus. Also ist fantastisch. Ha, Handwerker, es geht nichts über Silikon. Das zischt. Ja, es regnet sich jetzt. Achso, es regnet. Ach, verdammt. Ist das nicht schön? Ja, jetzt bräuchte, sollen wir nochmal aufs Dach außen? Oder, ja, würde ich schon sagen. Gut, weil da ist ja noch die künstlerisch wertvolle Kuppel. Unter dem Wolkenzimmer quasi. Die Stütze des Wolkenzimmers besteht aus einer Glaskuppel, die echt geil aussieht. Das Ganze ist ein Produkt meiner Langeweile. Das ist nix. Minecraft generell. So, wo geht's denn hier raus? Durch die Tür. Und das hier ist, das ist, ja, durch die Tür. Warum? Ach, ja, gut, gehen wir durch die Geheimtür. Das da hinten übrigens war Soulstone auf dem Boden, was einen ziemlich langsam gehen lässt. Also wird, damit halt die Spannung ein bisschen bleibt, wenn man halt die Flucht vor der Schwiegermutter machen muss. Jetzt erfahrt ihr auch gleich, warum die Geheimtür so geheim ist. Yep. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo sie ist. Ah, da. Schalter. Und dass dieser Schalter nie funktioniert und ich nie durch diese Tür durchkomme. So. Der Kerl für ein Problem hat. Ja, hier schneit's, das ist toll. Warum? Ich mag da hinten. Ist bei dir. Da hinten auch. Wo? Wo? Okay, dann wohl nicht, das ist kaum zu übersehen. Ich habe irgendwie ein Problem mit den Beleuchtungsgedöns. Ich sehe nur Schneeblöcke. Hier ist es sauduster.
Also irgendwo ging es hier am Berg. Nein! Hier ging es irgendwo hoch. Aber ich sehe gar nicht. Doch, hier. Wupp, wupp. Und oben. Ja, geile Scheiße. So sieht der Turm quasi aus der Glaskuppel rausgebaut von oben aus. Nee, von unten. Das sieht nur wahrscheinlich keiner, weil es regnet wie die Sau. Ja, da ist ja die Lava macht ja hell. Und hier ist nämlich die geile Lava-Wasser Knoten Kuppel Stützen Gebilde. Wie lange habe ich an dem kompletten Teil hier überhaupt dran gesessen? Grobe Schätzung. Kompletten Turm. Ja. Oh Gott. Gefühlte mit? Ewigkeit, oder? Ja, mit oder ohne Glas? ohne. Mit. Alles in allem. Also ich glaube, den Turm bis zur Glaskuppel hast du in einem Tag gebaut, aber halt nur die Grundform, ohne Muster, ohne Verschnörkelung, ohne Inline-Richtung, ohne alles. Und das hier oben drauf nochmal einen Tag. Und dann halt die ganzen Feinheiten. Was mindestens noch genauso lange gedauert hat. Kommst du da schon halt die Material dabei für hoch? Ja. Für wo hoch? Für oben drauf? Oben drauf, ja. Hier so. Achso, brauchst auch noch? Nö. Du machst das schon. Ich guck zu, wie du fällst. Das finde ich nämlich witziger. So. Und hier nochmal hoch. Und der Ursprung der unerschöpflichen Lava einfällt. Aber das ist doch mal ein Ausblick. Ich glaube, wir sind, ich bin ganz oben, oder? Also so. Ich bin mal nicht ziemlich sicher. Ganz. Ja. Doch, stimmt. Genau, wir haben es doch irgendwie noch vorher ausprobiert, wie hoch man bauen kann und dann dementsprechend halt genau. Komplett ausgenutzt. Also der höchste Punkt im Spiel. Wundervoll. Jetzt will ich... Gut. Ich dachte schon, ich hau jetzt die Glasdecke durch und fall bis unten hin. Spring nicht um. Ich kick dich hier runter. Von hier sieht man übrigens mein Gesicht. Ah ja, Gesicht. Schön. Herrlich. Und diese total seltsamen Wassersäulen. Die sehen komisch aus. Ah, und noch ein Detail, das wir vergessen haben. Die Stützen. Okay. Also sie sind noch nicht fertig. Da sollte eigentlich noch ein Block hin, aber das war jetzt halt blöd zu erreichen. Von außen sowieso nicht, von innen was wäre es Kletter ohne Ende. So. Irgendwann hänge ich noch einen Tag dran. Irgendwie hier wieder rausfinden. So, und dann können wir von hier aus eigentlich direkt zur Bude von Lisa noch, Crabman. Crabmans Höhle. Die da wäre... Dort. Das Loch. Das Loch. Wo ist er denn? Ich bin auf dem Weg unten, also beim Eingezäunten. Ich bin auch auf dem Weg nach unten, es geht immer schneller. Da ist er doch. So. Ich glaube eigentlich, warum ich diesen Zaun aufgestellt habe. Ja, keine Ahnung. Damn it! Mir fällt aber gerade ein, dass es eigentlich blöd ist, hier im Zaun rumzulaufen, weil dann komme ich ja gar nicht mehr raus. So wie ich jetzt. Naja, blöd. Ah, hier sieht man gut. Es schneit wirklich... Ah ne, hier schneit es auch. Also hier könntest du dann irgendwann auch mal zuschneiden. Vielleicht. Bist raus? Gleich wieder da. Super. Na, geht doch alles ganz einfach. Tada. Boah, also im Schnee sieht man wirklich gar nichts. Brutal. Aber dafür sieht jetzt die Höhle wahrscheinlich auch ziemlich cool aus, beziehungsweise die Baumlandschaft, die er sich über die Höhle gebaut hat.
Du meinst wohl die Höhle, die er sich unter die Baumlandschaft gebaut hat? Meine ich doch. Oder so. Schon mal erwähnt, dass ich keinen Schnee mag. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Seit wann stehen denn hier so viele Mobspawner rum? Und warum ist hier alles kaputt gedynamitet? Was ist denn hier passiert? Was zur Hölle? Also wir waren da schon eine Weile nicht mehr hier und... hier steht eine Fackel rum, wo keine Fackel rumstehen sollte. Alles kaputt gedynamitet. Da ist eine Treppe. Was ist denn hier passiert? Also das war vorher alles ganz anders. Nicht unbedingt schöner, aber doch anders.